Herr Fanny ist Abraham zurück in Quantum Break. Und ich habe hier ein Video für euch zusammengeschnitten mit einigen Easter Eggs zum Thema Alan Wake. Um euch einmal kurz zu erklären, was das Besondere dabei ist: Alan Wake ist ein Spiel, das im Jahre 2010 für die Xbox erschienen ist und dann später, also 2012, für Windows. Und dieser Hintergrund der Geschichte ist also eine Art Action-Adventure, was von Remedy Entertainment entwickelt wurde und die jetzt Publisher von Microsoft Game Studios sind, also dasselbe Studio, das ja jetzt auch Quantum Break auferlegt hat. Inspiriert wurde die Story damals durch Fernsehserien wie Twin Peaks, 24, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI oder zum Beispiel diverse Anspielungen von Stephen King. Und diese Anspielung, das ist mittlerweile so ein ganzes Universum, das findet ihr auch im Videospiel Control. Da sind auch einige Anspielungen, wie von vielen Fans erwartet, zum Thema Alan Wake. Und mega cool, Alan Wake 2 wurde angekündigt und das könnt ihr hoffentlich auch bald durchzocken. Und hier für euch die Easter Eggs. Und es gibt mit Sicherheit noch mehr Easter Eggs in dem Spiel. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, ob ihr diese gefunden habt. So, jetzt ist es mal interessant. Ich zeige euch hier nochmal den Film. Also denkt dran, Alan Wake. It's not a lake. It's an ocean. It's been cooling for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light floating in an endless ocean of darkness. Every story finds its writer. Da kommt nichts mehr. Okay, damit hätten wir den auch. Ich war immer der Annahme, dass Beth Wilder die Gegenmaßnahme in Sicherheit gebracht hat. Sie war es, die mich warnte, die mir sagte, ich solle sie bauen. Ich weiß. Du hast sie getroffen. Hilft sie uns? Sie hat. Ah, ich verstehe. Und hier ist ein weiteres Alan Wake Easter Egg. Und den zweiten Hinweis gefunden nach Alan Wake. Yeah, baby, geht doch voran. Und John am Metall. Wir haben diesen Ort überwacht. Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Weiß Will, dass wir kommen? Nein, weiß er nicht. Ich glaub's einfach nicht, dass wir am 4. Juli arbeiten müssen. Das ja nicht tun. Du wolltest schließlich die Extraschicht. Ja, ich weiß. Hier entlang, Jack.
Ich warte mit Absicht. Okay, kleiner Weg nach warten. Ob noch was? Dieser Job nervt. Ich hatte schlimmere. Okay, also besondere Gespräche kommen da nicht. Aber diese Szene ist aus Alan Wake, also ein weiteres Easter Egg, das wir schon vor ein paar Mal gesehen haben, so kleine Anspielungen. Ich kann mich sogar an diese Szene sogar noch erinnern. Das ist mega fun. Und ja, have fun, euer Aburam. Ich bin mal wieder hier in Quantum Break und ich bin im Part 4 unterwegs und ich werde das für euch schön zusammenschneiden. Wer zum Teufel hat? Ups, sorry. Fünf verdammte Stromausfälle diese Woche. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab genug davon. Wo gehst du verdammt nochmal hin, Punch? Ich kündige. Ja, werden sie jetzt für den Schatten geholt? Nein. Aber immerhin. Okay. Gehen wir. Ab diesem Punkt können sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. There is all about lots of the grotzy things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the haves, have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright Blings. Night Spring. Fright Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things. Ja, sehr interessant. Interessiert mich wieder an eine sehr interessante Anspielung und einen kleinen Easter Egg.